Hallo Barbara, hallo WhatsApp. Was führt euch zu mir heute? Er ist mir in letzter Zeit einfach so langweilig geworden. Er schreibt immer nur in derselben Schriftart, seine Gruppenchats sind total chaotisch und es passiert einfach nichts Neues mehr. Ja, das Problem haben viele. Aber ich habe etwas, das wird euch sicherlich helfen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich hoffentlich eure Beziehung zu eurem Handy verbessern kann. Ich werde euch nämlich heute 20 geheime Funktionen von WhatsApp, Instagram und Snapchat zeigen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr manche davon noch nicht kennt. Mir ging es nämlich so, obwohl ich echt sehr, sehr viel an meinem Handy rumhänge. Also angeblich verbringt man so 3 bis 9 Stunden pro Tag an seinem Handy, habe ich letztens mal gelesen, und ich glaube, auf mich trifft das auf jeden Fall zu und trotzdem kannte ich manche von den Tricks nicht. Also, ihr könnt mir mal sehr gerne jetzt in die Kommentare schreiben, wie lange ihr glaubt, dass ihr jeden Tag am Handy seid. Schätzt das einfach mal, das wäre bestimmt witzig, das mal zu vergleichen. Und ich habe euch das auch in dieser i-Funktion als Abstimmung dagelassen, also da könnt ihr auch sehr gerne teilnehmen. Und jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit Kapitel Nummer 1 unseres Handy-Beziehungsratgebers. Ja, viel Spaß. Kapitel Nummer 1. WhatsApp. Tipp Nummer 1. Was, glaube ich, sehr viele nicht wissen, es gibt bei WhatsApp eine versteckte Schriftart. Und zwar funktioniert die so, dass ihr den Text, den ihr in der anderen Schriftart haben wollt, in so 3 Orthographs einklammert. Das sind diese, was man bei Französisch manchmal hat. Diese aussehen wie ein schräges Komma. Und dann erscheint auf einmal eine neue Schriftart. Was ziemlich cool ist. Und wenn ihr dann eine Nachricht mit der Schrift abschickt, dann werden sich eure Freunde, glaube ich, wundern. Derselbe Trick funktioniert auch, wenn ihr eure Schrift fett kursiv oder durchgestrichen machen wollt. Und ihr könnt diese Funktionen auch immer miteinander kombinieren. Bei fett müsst ihr einfach ein Sternchen jeweils um den Text setzen, bei kursiv so Unterstriche und bei durchgestrichen so eine Wellenlinie. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man das machen kann. Wenn ihr in einem Gruppenchat unterwegs seid, dann hattet ihr doch bestimmt schon mal das Problem, dass ihr einer Person, die schon weiter oben was geschrieben hat, antworten wolltet. Aber dazwischen sind schon ganz viele andere Nachrichten von anderen Personen halt so reingekommen. Und ihr wollt aber auf eine Nachricht weiter oben antworten. Und wenn ihr jetzt antwortet, dann sieht es irgendwie verwirrend aus und keiner weiß, wer sich angesprochen fühlen soll. Ihr könntet natürlich schreiben @ und dann Name der Person, aber was noch viel cooler ist, wenn ihr einfach auf die Nachricht, auf die ihr antworten wollt, länger drauf tippt, dann erscheint bei WhatsApp so ein kleiner Kasten und ihr könnt dann direkt auf diese Frage antworten und jeder weiß sofort, was gemeint war. Und ich finde, das ist sehr, sehr praktisch, vor allem wenn viel los ist in einem Gruppenchat. Was ich ähnlich praktisch finde, ist die Sternchenfunktion. Mit der könnt ihr nämlich Favoriten markieren. Also wenn ihr zum Beispiel eine Nachricht habt mit ganz wichtigen Informationen und ihr wollt nicht immer hochscrollen und die suchen, dann könnt ihr einfach diese Nachricht antippen und dann das Sternchen da markieren. Und immer wenn ihr dann auf den Chat mit der Person drauf geht, dann könnt ihr unter dem Punkt mit Stern markierte die Nachricht wieder aufrufen. Und ich finde, das sortiert auch nochmal alles ein bisschen und kann ziemlich hilfreich sein. Wenn ihr mit ganz vielen Personen schreibt, dann kann es außerdem auch hilfreich sein, sich seine Lieblingschats einfach ganz oben zu fixieren. Das geht einfach, indem ihr nach rechts swipet und dann kommt da diese Fixierungsfunktion und dann bleibt die Person immer oben. Und wenn ihr bei einer Nachricht, die ihr verschickt habt, nach links swipet, dann könnt ihr sehen, ob jemand die Nachricht schon abgehört hat oder gelesen hat, was ziemlich cool ist, es sei denn, die Person hat ihre Häkchenfunktion sozusagen ausgeschaltet, was man auch machen kann. Das geht dann in den Einstellungen und ich habe die persönlich nicht ausgestellt, weil ich mich versuche, nicht davon stressen zu lassen. Keine Ahnung. Aber ja, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr das lieber machen wollt oder lieber nicht. Was ich im Übrigen auch erst letztens rausgefunden habe, und ich habe es euch auf Snapchat erzählt, weil ich das echt cool finde, man kann seinen Hintergrund auch einfach anpassen, wie man möchte. Und meiner sieht jetzt einfach aus wie so ein Strand und irgendwie finde ich das viel schöner als das eigentliche WhatsApp-Hintergrunddesign. Ja, deswegen. Und danach haben mir sehr viele von euch gesagt, dass sie den Trick noch nicht kannten, deswegen wette ich, dass einige von euch jetzt das auch noch nicht kennen. Und jetzt geht es weiter mit Kapitel Nummer 2. Kapitel Nummer 2. Snapchat. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um mich an Snapchat zu gewöhnen, aber mittlerweile habe ich es schon ziemlich lange und trotzdem waren da einige Sachen für mich total neu. Zum Beispiel war mir neu, dass man einfach, wenn man 2 Mal hier drauf tippt, seine Kamera geändert hat. Ich dachte immer, man muss hier drauf drücken. Aber nein, es geht auch so. Was ziemlich praktisch ist, wenn man aufnimmt, weil man dann nicht da nach oben in die Ecke gehen muss. Also, was ich mich dann auch immer gefragt habe, wenn ich es bei anderen Stories gesehen habe, wie das geht, ist, wie man ein Emoji an ein bewegtes Objekt dran pinnt. Und das ist eigentlich total einfach. Ihr braucht dafür halt nur wirklich ein Objekt, das sich halt so ein bisschen so bewegt.
dass ihr halt aufgenommen habt. Also ihr nehmt eure Story erstmal ganz normal auf und dann geht ihr ganz normal auf den Emoji, den ihr halt so drauf machen wollt und haltet den auf das Objekt, das ihr halt gerne angepinnt haben möchtet. Und dann müsste sich der Emoji mit dem Objekt zusammen bewegen. Was, denke ich, dagegen schon vielleicht viele wissen, ist, dass man Emojis halt auch als so kleine personalisierte Filter nutzen kann. Also sagen wir, ihr wollt einen rosa Hintergrund, dann nehmt ihr einen rosanen Emoji und vergrößert den einfach so richtig, richtig doll, sodass dann nur noch so die Außenkante vom Emoji zu sehen ist und die ist halt ein bisschen durchsichtig und ihr habt einen Filter. Ja. Dasselbe mache ich halt immer, nur nicht mit dem Rand vom Emoji, sondern mit der Mitte vom Emoji, wenn ich einen total einfarbigen Hintergrund haben möchte. Also ich nehme dann einfach einen blauen Emoji zum Beispiel, ziehe den ganz groß und ich habe einen blauen Hintergrund. Was ich auch irgendwie erst voll spät kapiert habe, man kann auch nur, wenn man aufnimmt, mit einem Finger zoomen, indem man halt rauf oder runter scrollt. Ich habe das immer voll umständlich mit zwei Fingern versucht, aber es geht ja einfach so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch voll spät dran mit dem Tipp. Aber für mich war das echt neu, wahrscheinlich kennt ihr das schon alle. Okay, jetzt kommt aber etwas, da wette ich, das kennen richtig viele von euch nicht. Ich war echt schockiert, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Ich werde euch das jetzt auch nicht zeigen, weil sonst wisst ihr sofort, wo ich wohne. Aber wenn ihr einfach diese Bildschirmaufnahme aufhabt und dann macht ihr diese Bewegung hier, also praktisch das Gegenteil vom Ranzoomen, dann erscheint hier einfach bei Snapchat eine Karte, eine Weltkarte. Und das richtig krasse ist, wenn ihr eure Ortungsfunktion nicht ausgestellt habt, dann kann einfach jeder nachgucken, wo ihr euch gerade befindet. Also man kann es wirklich bis auf die Straße stalken, was echt, finde ich, sehr gruselig ist. Wenn ihr das nicht wollt, dann macht einfach bei den Einstellungen halt eure Privatsphärensache an, Geisterfunktion oder so heißt das. Das habe ich auch gemacht. Aber was das Coole ist an der Karte, man kann hier halt sehen, was so auf der Welt abgeht und da gibt es so verschiedene Story-Vorschläge, die man sich angucken kann. Was halt ziemlich cool ist und wie gesagt, ihr könnt halt gucken, wo eure Freunde sind, falls sie das nicht ausgeschaltet haben. Wenn ihr außerdem etwas auf WhatsApp schreiben wollt, dann habe ich mich immer gefragt, wie man die weiße oder schwarze Schrift halt anstellt. Aber ich glaube mittlerweile bei dem Update ist das ein bisschen einfacher. Man muss halt einfach entweder ganz runter für schwarz oder ganz rauf für weiß. Und wenn ihr so einen Pastellton haben wollt, zum Beispiel ein dunkles oder helles Lila, dann müsst ihr zur Seite swipen. Das dachte ich eigentlich, wäre etwas, was vielleicht jeder schon weiß, aber letztens hat eine Freundin von mir das noch nicht gewusst, deswegen vielleicht kennen das einige von euch auch nicht. So, ich mache jetzt mal hier meine Story auf. Also, wenn ihr nach rechts tippt, das weiß ja jeder, dann kommt man nach vorne. Wenn ihr aber nach links tippt, kommt ihr wieder zurück zum Bild, das ihr vorher gesehen habt. So könnt ihr halt in der Story die ganze Zeit vor- und zurück gucken. Ich weiß nicht, ob das bekannt war. War das bekannt? Ich weiß nicht. Ich finde das voll schwer einzuschätzen, ohne Witz. Und jetzt geht's weiter mit den letzten drei Tipps. Kapitel Nummer 3, Instagram Stories. Ich habe zum Thema Instagram Hacks, ich glaube, 2 Videos sogar gedreht, weil ich euch da so viel zu erzählen hatte zum Thema Fotos machen auch und sowas und Bilder bearbeiten. Also die Videos lasse ich euch gerne mal unten in der Infobox, aber jetzt geht's nur um Insta Stories, weil die Funktion ja so halbwegs neu ist. So, ich mache jetzt hier mal ein Foto und angenommen, ich möchte den Hintergrund komplett blau haben. Dann muss ich das nicht umständlich ausmalen, sondern ich gehe auf diese Stiftfunktion. Tippe die blaue Farbe an und dann halte ich einfach etwas länger und zack, mein ganzer Bildschirm wird blau. Ich weiß, es ist genial. Ihr müsst nicht mehr den hier machen. Was auch sehr cool ist, Instagram Stories bietet euch mehr als nur diese Farben, die ihr halt hier so seht. Dafür müsst ihr einfach raufswipen über den Farben und dann bekommt ihr hier so eine ganze Skala. Und die hat halt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten als jetzt nur diese vor hier vorne ausgewählten. Ihr wisst schon. Und als letztes ein Tipp, um diese 24-Stunden-Regel zu umgehen. Ihr könnt ja nur Sachen posten, die halt relativ aktuell sind, also nicht älter als 24 Stunden. Aber wenn ihr einfach einen Screenshot von einem älteren Bild macht, dann erscheint das in dieser 24-Stunden-Schiene. Und ihr könnt es posten. Und wenn ihr aber Videos hochladen wollt, die älter sind, dann gibt es da auch bestimmte Apps, teilweise auch kostenlose, zumindest bei iPhone. Ich denke aber mal, bei Android gibt es das auch. Und ja, da könnt ihr einfach mal googeln, da gibt es viele verschiedene. Und dann kann man auch ältere Videos hochladen. Oder ihr könntet die Zeit und das Datum auf eurem Handy einfach zurücksetzen und dann müssten die auch alle als neu angezeigt werden, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber das ist irgendwie kompliziert. Macht lieber einen Screenshot. Ja Leute, das war das Video für heute und jetzt würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen, wenn auch nur eine Sache dabei war, die ihr noch nicht kanntet. Vergesst nicht, mir die Videofrage in den Kommentaren zu beantworten und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mir auf Snapchat oder Instagram
ja, vor allem da folgen könntet. Ich lasse euch meine Links unten in der Infobox. Schaut da einfach vorbei und dann könnt ihr direkt mal die ganzen Sachen ausprobieren, die ihr in diesem Video gelernt habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch mit einem neuen Video wieder. Ciao!